so hier in Japan noch den Blitzer schaffen. Ziel wurde erreicht. Okay, hier haben wir noch ein Item versteckt. Das hole ich mir nochmal. Muss ich hier irgendwo reingehen? Ja, hier geht's rein. Da ist wieder so ein Ruf. Für den Ruf. Clanruf, Punkt. Nee, hier geht's gar nicht. Ich muss hier erstmal irgendwo Anschwung nehmen können. Machen wir hier mal. Trotzdem 2 Sterne geschafft. Erstmal die 3 Sterne schaffen, dann später mit einem besseren Auto. So, ich habe hier jetzt alles gefahren. Ich würde hier das Item auch noch holen wollen. Rechts abbiegen. Dann eine Aufgabe abgeschlossen. In 400 Metern. Rechts abbiegen. Wir kommen voran. Ja, ist gut mit rechts abbiegen. Links abbiegen. Dann links. Was haben wir denn? Ach, ein Solar Coin. Können wir hier unten noch was abschließen? Hier habe ich alles. Ah, hier ist noch ein Rennen. Hier ist ja auch noch eins. Okay, da ist wieder Alltagswagen. Links haben abbiegen. Wir aber hin. Haben wir noch mit den normalen Alltagswagen, nämlich noch Rennen offen. Dann links abbiegen. Links abbiegen. Der Strecke folgen. In 1 Kilometer erste Ausfahrt nehmen. In 800 Metern erste Ausfahrt nehmen. Erste Ausfahrt nehmen. In 200 Metern erste Ausfahrt nehmen. Ziel wurde erreicht. Ja, das sind wir doch. Auto wechseln. Kann ich mein TT wenigstens nehmen, ne? Das passt doch besser mit dem Audi. Auf Position 1, das ist gut. Vielleicht ist da meine Chance ein bisschen besser. Es geht hier auch wieder nach Punkten. Autsch. Das war schlecht. Das war schlecht. Ich bin einfach hängen geblieben und weggekracht. Nochmal probieren. Einfach nochmal.
So, konzentrierter fahren. Der Oldtimer natürlich wieder schneller als mein Auto. Natürlich. Ist ja logisch, und er hier. Nein. Oh, das war schlecht. Ich bin noch drin, obwohl ich weggeschleudert bin. Danke für den Crash. Oh, das ist ja mal Corwin-artig. Los vorne, der erste, den, wenn es den jetzt noch wegballern würde, den erste irgendwie, dass der erste irgendwie einen Unfall baut, dann das wäre geil, aber das schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich könnte den zweiten noch schaffen. Da, wie schnell der hinter mir auf einmal wieder da ist. Shit. Vom Ziel noch. Naja. Fürs erste und dritten Platz. Das machen wir noch besser auf jeden Fall. Schauen mal, ob ich das jetzt nochmal mache oder erstmal gucke, ob ich erstmal was anderes zwischendurch mache. Aber dritter erstmal fürs erste. Erstmal dieses Rennen gemacht. Erstmal hier Punkte kassieren. Oh, wieder eine Stufe aufgestiegen. Ich würde gerne mal hier, da war noch so ein Item, das würde ich mal hier gerne holen wollen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 200 Metern. Da wäre auch noch gleich ein Rennen. Was ich noch unten eben machen könnte. Suche ich mir auch schnell das Item, was hier noch liegt. Links abbiegen. Links abbiegen. Ziel wurde erreicht. Mache ich das hier mal.
Was haben wir hier? Maximal Geländewagen. Das wäre Gelände. Ja, dann mache ich das, wenn das noch auf ist, als neues Rennen. Rechts abbiegen. Geländewagen haben wir ja. Ziel wurde erreicht. So, wen nehmen wir? Wer ist denn besser? Ich probier's mal mit dem Land Rover. Autoabstimmung. Around, da wären wir besser, okay. Dann ab dafür. Ich muss mir auch demnächst mal angucken, wie wir hier Fahrzeuge irgendwie mit Stickern bekleben und irgendwie aufpimpen, aufstylen optisch. Das muss ich mir mal anschauen, wie das geht. Da hätte ich auch mal Bock drauf. Schade, dass hier keine vorgefertigten Vorlagen für die Lackierung und für die Optik gibt, was man von Spielern, dass man das hochladen kann und dann sich von anderen Spielern quasi runterladen kann, so wie es bei Forza Horizon 5 funktioniert. Eigentlich bei den meisten Forza-Teilen. Die Kiste ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob der geeignet ist für die Strecke. Der ist so ein bisschen klobig. Da habe ich auch noch gar nichts dran gemacht an dem Fahrzeug. Nichts dran gepimpt irgendwie, gar nichts. Nicht so gut voran. Vielleicht sollte ich doch meinen Buggy wieder nehmen. Alter, die Kiste hinter mir macht Geräusche. Alter, wie schnell sind die wieder auf den Beinen? Ich muss mir ein bisschen gängigeres Geländefahrzeug besorgen. Der Land Rover ist nicht so geeignet. Der ist so ein bisschen kastenmäßig. Habe ich den Land Rover wenigstens mal getestet, festgestellt, dass er nicht so gut zu fahren ist, zu sperrig. Sechster Platz, ja, macht nichts. Das machen wir später noch auf ersten Platz. Schade, dass nicht bisschen hier GEMA-freie Musik zumindest gespielt werden kann hier.
nochmal Rennen verlassen. Schauen wir mal, ob noch was anderes auf ist. Hier wäre noch ein Clan-Rennen. Das wäre doch noch geil zu machen. Da könnte ich mit meinem Audi TT mitmachen. Ich glaube, das wäre geiler, wenn wir das machen würden. Ein Sharp-Rennen. Wir sind ja bei den Sharps erstmal. Ich hoffe, dass wir dann trotzdem noch zu den Streets können. So, Fahrzeug wechseln. Beamsen. Gut, wir probieren es mal mit diesem Fahrzeug, das Sharp-Rennen. Der RTTT, der ist nicht so schlecht, der ist gut. Mal sehen, wie die Strecke sich fahren lässt und wie Gummiband die Gegner mal wieder sein werden. Wie Gummibandmäßig. Den hat's wunderbar weggekickt. Scheiße, da kommen die von der Gegenspur. Ah, was war denn das? Ah, das hat mich jetzt wirklich... Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ich habe so einen Vorsprung, aber... Wenn ich wieder einen Unfall baue, dann sind die plötzlich wieder so schnell hinter mir und haben mich überholt. Da haben wir das Ziel, wir haben es geschafft, gleich beim ersten Mal, geil. Also die Strecke war jetzt auch sauber zu fahren, wunderbar. Die war auch gut zu fahren. Mal sehen, passiert eigentlich irgendwas, wenn ich das Sharp-Rennen hier gewonnen habe? Ja, Sharp-Rang. Clan-Einfluss gestiegen. Nächstes Level im Clan-Einfluss. Genau. Wieder was geschafft. Oh, was bekommen? Ein Anzug, eine weiße Weste. Und die Weste lila und weiß. Ein bisschen Geld bekommen.
sehen, ist jetzt irgendwas Neues freigeschalten worden, dass ich da wieder ein Level geschafft habe. Das ist geschafft. Können wir hier noch irgendwo ein Item finden? Hier haben wir noch ein Item, das würde ich noch holen. Und hier vorne haben wir auch eins. Ne, ich hole erstmal das hier. Ist auch wichtig, die Items. In 200 Metern. Hier haben wir auch ein Item. In 800 Metern links abbiegen. Hier hätten wir auch eins. Oh cool. Links abbiegen. Wieder ein Rufpunkt. Ich weiß, dass ich links abbiegen muss. In 800 Metern. Zweite Ausfahrt nehmen. In 400 Metern. Zweite Ausfahrt nehmen. In 200 Metern. Zweite Ausfahrt nehmen. Ich möchte noch das Item mir holen auf jeden Fall, vielleicht noch ein zweites. Und dann werden wir mal schauen, vielleicht in den nächsten Video, in den nächsten Videos werde ich versuchen, die Rennen, die noch nicht auf ersten Platz sind, noch auf ersten zu fahren. Das bringt auf jeden Fall noch einige Punkte, die wir brauchen. Item, das sind bestimmt wieder Solar Coins. Rechts abbiegen. Ah, zum Glück kann man das nicht kaputt fahren, sonst wäre ich jetzt runtergestürzt. Ziel wurde erreicht. Ja, paar Solar Coins. Dann hole ich mir auch gleich die hier noch. Dann habe ich hier in dem District alle bekommen. Was der Motor mal für komische Geräusche macht, das hört schon mal am Anfang an wie so ein Wassertropfen. So blub, blub. Links abbiegen. Dann links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Wo ist dieses Shaiwan-Distrikt? Das muss ich auch noch gucken, wo das ist, dass ich noch die 5 Sterne einhole. Links abbiegen. Für die Aufgabe, für die Herausforderungsaufgabe quasi. Nebenaufgaben heißt das ja genau. Sorry. So, hier ist es irgendwo. Ach, da oben.
Okay, dann muss ich hier rum. Ziel wurde erreicht. Wie soll ich denn das schaffen? Wie soll ich denn da hochkommen? Ach so geht's. Unter Rufpunkte für den Clan. Guck mal, wo dieses Shaiwan-Distrikt ist. Das ist das Offroad-Distrikt. Das ist Western-Distrikt. Solar Hotel. Ach, hier ist das, in diesem District. Da kann ich doch mich mal schnell hier Schnellreise machen. Und dann fahre ich noch die Blitzer ab. Das wäre doch auch geil. Kriegen wir noch ein paar Punkte noch. Kann ich noch die Herausforderung abschließen. Mache ich erstmal den hier. Vierte Ausfahrt nehmen. Gib mal ein bisschen Gummi. Da vorne ist auch schon der Blitzer. Zwei, ja, für zwei reicht's doch. So, dann machen wir. Hätte ich den geschafft, dann würde ich mal den hier machen. Ben. Der Strecke voll. Noch drei. Noch drei Sterne machen für die Blitzer. Dann habe ich auch. In einem Kilometer. Zweite Ausfahrt nehmen. In 400 Metern. Zweite Ausfahrt nehmen. In 200 Metern. Zweite Ausfahrt nehmen. Hier ist ein Item, das hole ich mir erstmal. Solar Coin. Jetzt habe ich mich hier ein bisschen verkeilt. Aber es geht trotzdem. Rechts abbiegen. Dann links abbiegen. Rechts abbiegen. In 200 Metern. Links abbiegen. Hier ist auch wieder irgendein Item. Links abbiegen. Hier ist es. Ein Rufpunkt wieder. Steht doch nicht so auf der Straße rum, Kumpel. Jetzt muss ich auch mal Anschwung nehmen hier erstmal. Das sind keine zwei Sterne, oder? Doch. Hm,
Hier ist noch ein German Car Autohaus. Gut. Dann machen wir ihm's noch. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Links abbiegen. Jetzt habe ich aber 5 Sterne. Echt nicht. Ich muss alle Blitze abfahren. Dann mache ich ihm's mal hier. Ach, ich muss nicht alle Blitze abfahren. Ach, jetzt habe ich es geschafft. Genau, gut. Es hat gezählt jetzt. Und wieder Ruf aufgestiegen zum Glück. Dachfalle erledigt. Links abbiegen. Außer Adderdin, Marina, komme mit einem Auto aus der Kategorie Gran Tourer in die Top 3. Ja. Hier ist sogar noch ein Item, was ich noch holen könnte. Sogar Ruf wieder. Clanruf. Haben wir noch einen normalen Blitzer. Gucken, ob ich da nochmal Schwung nehme. Wenn wir den hole. Ah! Wieder auf die Straße bitte zurück. Noch einen Blitzer geschafft. Oder zumindest gemacht. Auf 3 Sterne schaffe ich das noch nicht mit den Autos, die ich habe. Okay, also wir machen im nächsten Video weiter. Da werden wir mal Rennen machen, die noch nicht auf dem ersten Platz sind. Aber eigentlich möchte ich das eher hier unten machen, wo wir auch die Touring Cars, die Grand Tour Autos fahren können. Hier unten in dem Gebiet. Wo war es denn? Genau. Da könnte ich nämlich das Rennen zum Beispiel machen. Dann müssen wir unter die Top 3 kommen. Das wäre gut, wenn ich das machen würde. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen, wenn ihr Abo da lassen würdet. Das wäre sehr toll. Und lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Video. Ciao.